Stimmt. Ja, brauchen wir so einen Panzer und dann. Die kann man jetzt wirklich einstellen, die Kanonen auf Geschütze und so. Dann stellen wir die nur auf Geschütze ein und fahren mit Vollgas dran vorbei. Und die Dinger schießen die auch nicht kaputt. Immer im Kreis fahren dann, ne? Ja, wenn dann später alles texturiert und dann noch dekoriert ist, da kommen wir ja noch über Gebäude hin. Ja. Dann sieht das auch nicht mehr wie ein Knast da aus. Da gibt ja auch diese Habitatbauten, gibt's ja auch, ne? Ich hab noch gar nicht gesehen, wo gibt's die? Weiß gar nicht, die gibt's ja, du konntest die doch irgendwie bauen. Weiß nicht, was das nachher fällt. Aber du konntest doch einzelne Habitate bauen. Weiß nicht, wie das geht. Atompilz weiß es bestimmt. Atompilz ist doch der. Haben wir noch ein paar Grillladungen? David macht gerade welche. Ja, seht ihr, ich habe schon welche. Alter, es gibt eine Fusionszelle, André. Es gibt ja noch was Besseres als Kraftstoffzelle Promethium groß. Ja. Müssen wir diese Baugeräte bauen und dann überall hinstellen? Ja, genau. Modulare Bauweise, ja. Wie geht das, Atompilz? Wie geht das? Wow. War gut zu wissen. Aber da muss auch irgendwie gehen. Muss uns mal ein Video reinziehen oder so. Lalalala. Wäre natürlich cool, so noch ein paar Dings zu bauen. Ein paar Habitate, ne? Ja. Ich weiß halt nicht. Oh. Wissen wie? Da müssen wir nochmal gucken. Ich würde nämlich ja alles nochmal ein bisschen vereinfachen. Olli, du kannst dir da ruhig alle rausnehmen, ne? Ich habe ab 15 Stück für jeden gemacht. Das sollte, glaube ich, erstmal ein bisschen reichen. Ich hab schlecht schon. Okay, dann kann ein anderer sich dir das rausnehmen. So, dann steigen wir wieder ein und dann gehen wir mal weiter gucken. Also, wenn wir noch Eisen auf dem Planeten haben, nicht alle abbauen, damit wir irgendwo noch so ein Boarding drauf stoppen können. Ich will jetzt gucken, dass wir noch mal ein bisschen. Ich hab's ja noch gesagt, dass wir ein Eisen übrig lassen, dann stellen wir da ein paar Bohrer drauf. Kopper können wir noch mal gebrauchen. Da. Kupfer und. Silizium brauchen wir noch. Dann haben wir erstmal ausgesorgt. Warte, Olli, wir stürzen. Ah, auch noch was zu beißen? Gemüse hatten wir da. Ich glaub nicht. Gemüse war noch da. Das ist, glaube ich, inzwischen alles verschimmelt. Nein, da müsste noch ein bisschen was da sein. Na da, guck mal. War. Zack. Das dauert aber. Boah, bis man einfach durchgedrungen ist zu dem Erz. Ah, du kennst das Wort durchgedrungen? Ja. Genau, ein paar Wörter kenne ich auch. Ne? So, bin gleich wieder bei dir. Ja. Alles cool. Fang schon einfach an, Kupfer abzubauen, passt das.
waren das? Oh, das war ja gar nicht so groß. Okay, Bombe. Ja. Bum bum bum. Stahlplatten. Ich hänge hier die ganze Zeit nur in irgendwelchen Löchern rum, André. Nur Löcher. Noch nicht mal schöne Löcher. Irgendwas ist doch immer. Ja. Zum Beispiel Drohnen, die wieder auf dem Weg zur Basis sind. Zum Beispiel. Oder ein Olli, der jetzt AFK ist, die mitbuddeln möchte. Zum Beispiel.
Ja, richtig. Dann mach doch die drei erstmal, dann ist gut. Bei mir kriegen wir uns schon hier durchgefüttert. Und wenn ich den Olli die Hand abhacken muss. Wow. Also doch 7 Days. Ja, da müssen wir. Aber wo kann man. Oder Forest. Aber ich glaube, Kürbis, Keim, Hamburger, keine. Ja, Forest. Kürbis haben wir nicht. Was? Wir müssen eigentlich alle haben. Ach, da sind Kürbiskeime. The Forest können wir ja wieder spielen, André. Da gibt's ja jetzt gefährliche Kannibalen. Die waren vorher schon alle gefährlich. Da gibt's jetzt gefährliche, bewaffnete Kannibalen. Da stellt sich mir doch leicht die Frage, was waren sie denn vorher? Nicht gefährlich. Die Keule zählt nicht als Waffe, oder? Die hatten ja aber nicht nur Keulen, die hatten ja teilweise aber auch Speere in der Hand, meine ich. Na ja. Ja, doch. Die hatten teilweise auch Speere in der Hand. Oder nicht? Kann ich nicht dran entsinnen. Einige haben doch auch Flammköpfe geworfen und sowas. Ja, das ja. Diese. Und das war nicht gefährlich? Mollys werfen ist nicht gefährlich. Okay. So ein normaler Straßenkampfgebälk ist total ungefährlich. Typischer Berliner Innenstadt, Alter. Das machen die Kinder heutzutage schon in der Schule, ne? Oh Mann. Ja, da lernen die schon in der Schule in Berlin, wie man Mollys macht. Okay. Alter, Han. Ist ja in Ordnung. So ist noch nicht gelernt, wie man Mollys in der Schule macht. Was ist nur aus der Jugend geworden? Was? Wozu gibt's denn den örtlichen Heimatschutzverein? Bin ich in der Schule gelernt, wie man Mollys macht? Nein. Das ist aber traurig. Was war das? In Bayern gibt es sogar noch extra so eine komische Bewohner. Wie heißen die, Olli? Komm, du weißt das bestimmt. Ureinwohner? Nein, heißen die Reichseinwohner, Reichsanwohner oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Die gibt es nicht nur in Bayern, die Reichsbürger. Ja, genau, die meine ich, die Reichsbürger. Die uralten. Die gibt es überall. Ja, aber in Bayern sollen die ja wohl ein bisschen krasser drauf sein. Also bei Gelegenheit brauchen wir mehr Gesteinsmehl. Noch mehr. Ja. Muss man in einem Überlebenskonstruktor gucken. Da habe ich auf jeden Fall was aufgesetzt. Kann sein, dass es da durchgelaufen ist. Muss man gucken. Ich glaube, an dem hinteren hatte ich das dann geballert. Reicht die bis über die Mauer. Und wenn das durchgelaufen ist, dann liegen da noch Schottersteine. Weil ich habe die nur reingeschmissen. Okay. Ja, aber normalerweise müsste wir gerade noch einiges mitgebracht haben. Wollen wir auch einen guten Schwung von allem haben. Und dann können wir damit arbeiten. Ja, ich sag ja, man müsste noch langsam mal so die ganzen Kisten und alles miteinander verbinden können.
Ja, also immer, dass man das aus dem einen rauszieht und sowas. Mhm. Ja, das sagtest du, glaube ich, schon mal. Weil die Kiste zum mit dem Konstruktor verbindet zum Beispiel, ne? Ja, wäre schon cool, ne? Ja, und so einige Sachen. Wäre schon ganz cool, das stimmt. Abgebaut, abgebaut. So. Mal rein. Ah. Oh, vorbei. So, und ich bin mal kurz auf Pipi-Klo. So, Töpfchen, es geht ja. Lass David sein Töpfchen, sonst macht er sich ein Knüppchen. Ja, und welche Richtung suche ich jetzt? Zuerst war noch frei, ne? Mit Westen? Das ist ja Richtung Westen war noch frei, ne? Ich glaube schon, ja. Oh, Silizium. Doch, bin wieder da. Baby. Oh, Silizium. Das ging ja schnell, Olli. Das hast du gut gemacht. Stolz auf dich. Ja, ne? So, aber bevor ich zum Buddeln anfange, sammle ich erstmal das Zeug ab hier. Welches Zeug? So, ja, das kannst du machen. Das Buddeln an. Du kannst absammeln, was du willst. Ja, weil hier gerade zu viel ist. So, mach das. Und Fasern brauchen wir auch. Ja. Mach das. So, wir haben noch ein paar Lampen. Lampen? Mhm. Okay. Hell beleuchtet. Olli? Ja? Ich lasse auf dich zu. Oh ja. Kommt aber nicht ran. Haha. Mann? Na doch, jetzt kommt sie. Ja, jetzt hat sie uns. Jetzt hat sie dich. So, noch eine.
Nein. Also ich sehe jetzt keinen auf dem Radar weiter. Ich höre immer so ein Tickern, als wenn hier irgendwo Schüsse anschlagen. Kann es sein, dass du den Bohrer hörst? Das kann natürlich auch sein. Also, dass es sich so komisch anhört aus der Entfernung? Das kann auch sein. Ist hier noch ein Feld hin? Ich sag bang, 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 bang. Ich sag bang, 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 die bang. Ah, Olli, da kommt noch eine. Ja, Olli, da kommt noch eine. Jo, ich seh sie. Ich sag bang, bang, bang. Ich sag bang, 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 die bang. Ja, ihr sagt bang. Bang. Werde die. Bang. Wir sind schon wieder total Mischugge. 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 Was machst du? Barsch zum Mond. Was machst du? Mach Barsch zum Mond, macht er. So. So, fertig. Felder stehen, ja. Oh, sehr schön. Schicki, schicki. Sind wir hier schon wieder einen Schritt weiter? Oh. Du sollst mal alles vor sich hin wechseln. Fasern kann man auch anpflanzen, soll man das echt? Denn? Tut mir leid, echt? Aber cool. Ich brauche hier gar nicht so viele sammeln. Ja, solange wir nicht wissen, wie man die anpflanzen, musst du die sammeln, ne? Du wirst wahrscheinlich Saatgut draus machen müssen. Oh, wahrscheinlich. Alien-Honig kannst du auch anpflanzen. Alien-Honig. Cool. Ja, das ist schon länger. Der Alien-Honig, die musstest du doch auch sammeln. Ja, aber die konntest du kurz, nachdem sie eingeführt wurden, konntest du sie auch anpflanzen. Echt? Okay. Kurz nach unserer letzten Session haben sie es eingeführt, dass du sie anpflanzen kannst. Ja, siehst du, da... Ich glaube, keine Fasern mehr. Auch so ein paar andere Sachen. Ja, also seitdem haben wir das ja gar nicht mehr gespielt, nach unserer letzten Richtig. Session. Da haben wir ja gar nicht mehr weiter reingeguckt und gar nicht mehr drum gekümmert, was da so großartig kam. Fasern, kein... Da nötig ist ja jetzt erstmal gemacht. Ich meine, ich bin ja auch überhaupt schon froh, dass das Spiel jetzt performance-technisch einigermaßen läuft, würde ich mal meinen jetzt hier, ne? Ich denke, dass wir bei unserer letzten Session auch einige Probleme performance-technisch hatten. Also ich zumindest. Ja. Ne? Bin ich schon mal ganz beruhigt, dass es da wenigstens geklappt hat bis jetzt. Eine Reichweite, Alter.
unseren Geschützen. Ja. Das war aber, meine ich, auch schon eine ganze Weile so, dass sie da 300, 400 Meter Reichweite hatten. Da war ja war irgendwann auch mal so, dass du einfach nur Geschütz drauf klatschen musst und dann war die Basis safe, dann passierte da, glaube ich, schon nichts mehr. Ja, unser letzter Start auf Mossbauern war nicht so. Nee, der war nicht so berauschend, ne? Von Erfolg gekrönt. Wirklich. Boah, Olli, kommst du auch endlich mal? Das wurde aber auch Zeit. Ja, ich hab erstmal was zu essen mitgebracht. Da habe ich die Hälfte schon alleine abgebaut. Wer hat was zu essen? Möchtest du ein paar Corn Dogs haben?